Und ich würde euch jetzt anlügen, wenn ich sage, ja, EM und WM ist nicht wichtig als die Nations League. Klar ist die Nations League auch wichtig, dass wir oben dranbleiben, mit den ganz Großen auch mithalten. Aber England ist auch in der Gruppe B zum Beispiel. Und England hat eine Weltmannschaft, okay, wenn man mit uns vergleicht. Und dementsprechend müssen wir uns jetzt für die WM qualifizieren. Es ist ja nur die Nations League. Ist es schön Färberei für einen Herbst, der einfach nicht gut gelaufen ist? Ja, ich weiß, was er meint. Ja, und da gebe ich ihm schon auch recht, weil wenn du die Nations League gewinnst, dann ist es schön, aber es hat definitiv nichts damit zu tun, wie wenn du eine Weltmeisterschaft gewinnst oder eine Europameisterschaft. Trotzdem bist du natürlich lieber in der A-Gruppe, weil du natürlich auch anders gefordert wirst, wie in der B-Gruppe jetzt zum Beispiel. Aber ich weiß, was er meint. Es ist halt dieser Spagat, wo du hinbekommen musst als Nation, als Trainer vor allen Dingen, zum einen irgendwo auch zu testen, ja, auf der anderen Seite aber auch die volle Seriosität zu haben, diesen Wettbewerb auch anzunehmen. Und da ist die Schweiz halt auch nicht gut genug, wenn sie nicht an ihr Limit geht. Ja. Wenn sie an ihr Limit geht, haben wir ja bei der Europameisterschaft gesehen, dann ist sie in der Lage, jeden auch zu schlagen. Wenn sie es eben nicht machen, wenn jeder Spieler nur 5% weniger gibt, ja, das sind über 50%, wo dann fehlen, und dann reicht es eben auch nicht. Und dann kommt komischerweise, dann hast du das Spielglück nicht, ja, dann, weil das waren ja schon auch Situationen dabei, wo man im Nachhinein sagen muss, ja, da sind wir benachteiligt worden. Mhm. Und solche Spiele sind ja oft sehr, sehr eng. Ja, und da brauchst du eben auch dieses Quäntchen Glück, was nicht da war. Und dann scheidest du eben aus. Und am Schluss ist aber gleich ein Gradmesser, die Nations League. Es ist vom sportlichen Wert nicht zu vergleichen mit einer Endrunde, aber es ist ein Gradmesser. Wie weit weg ist die Nazi im Moment von den Besten von Europa? Ach, wie gesagt, ich kann es nicht überbewerten. Du bist jetzt erstmal abgestiegen, aber wie es eben auch richtig erwähnt worden ist, England spielt zum Beispiel in der B-Gruppe. Wir Deutschen wären normalerweise auch in der B-Gruppe gewesen, wo das Ganze stattgefunden hat. Beim ersten Mal waren wir Letzter. Und dann haben sie sich irgendetwas einfallen lassen, weil sie sich gesagt haben, oh, das kann nicht sein, dass die Deutschen da irgendwie absteigen. Dann haben sie irgendwas gemauschelt. Schade, dass wir auch drinnen geblieben sind. Aber wir haben uns auch sehr, sehr lange sehr schwer getan mit diesem Wettbewerb. Und jetzt durch Julian Nagelsmann ist es das erste Mal, dass wir diesen Wettbewerb ernst nehmen und auch so performen, wie man es sich als Trainer natürlich auch erwünscht. Und ja, und jetzt sind wir da bei den Besten mit dabei. Aber es ist mehr oder weniger ein guter Test für das, was 2026 stattfinden wird, die Weltmeisterschaft, dass du eben mit einem guten Gefühl in die Qualifikationsspiele hineingehst, dass du weißt, ey, wenn wir Gas geben, dann sind wir richtig gut. Das haben die Schweizer jetzt nicht geschafft. Sie können es in der Qualifikation beweisen, dass sie gut genug sind, um sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Jemand, der ganz sicher nicht so mit gutem Gefühl in März startet, kann ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich der Brelembolo, oder? Er ist viel kritisiert worden, dass vor allem im Sturm das nicht gelaufen ist. Er hat kein Bein von der anderen gebracht. Ist seine Zeit in der Nazi abgelaufen oder hat er jetzt einfach gerade eine schlechte Phase nicht gezogen? Ja, die schlechte Phase dauert mir schon zu lange. Das Problem bei Brel ist, er war ein großartiges Talent. Ich war wirklich begeistert von ihm, wo er noch in Basel war mit seinen 18 Jahren, wie er da schon gespielt hat, die Körperlichkeit, die er einfach hat. Ja, und er hat, habe ich das Gefühl gehabt, das Spiel immer besser verstanden, dass er eben auch Tore erzielt hat aus dem Spiel heraus, wo ich sage, wow, für einen 18-Jährigen richtig gut. Aber der nächste Step ist nicht gekommen. Der Brel spielt für mich, wie er als 18-Jähriger gespielt hat. Da ist keine Weiterentwicklung zu erkennen. Und das ist das, was ich so schade finde, weil der Junge bringt eigentlich alles mit. Aber er müsste viel fokussierter sein, er müsste viel mehr an sich arbeiten, an seinen ja, zum Teil dann technischen Unzulässigkeiten weiterarbeiten. Weil das kann man trainieren. Das ist eine reine Fleißarbeit und dazu ist er scheinbar nicht bereit. Dann hat er auch immer wieder auch die Flausen im Kopf, wo er wirklich sich nicht auf und neben dem Platz, oder? Auf und neben dem Platz und das Problem ist, aber du hast keinen so viel besseren. Ja? Das, ob, jetzt hast du einen Amdouni, der 3 von 4 Goals schießt, müsste man sagen, müsste man den Sturm um den Amdouni herum bauen, mit dem Zekiri etc.
Die Frage ist, ob er sich, wenn er Mittelstürmer spielt, ob er sich dann sich da so in Szene setzen kann, wie wenn er vielleicht drumherum spielt. Ja? Und da macht er, finde ich, einen wirklich klasse Eindruck. Aber auch mit Okafor oder Rieder. Du hast ja die Talente dahinter. Ja? Und da bist du gut aufgestellt, die sich weiterentwickeln werden, hoffentlich. Nicht stehen bleiben wie Embolo, sondern dass sich die weiterentwickeln. Die Frage ist jetzt, und das wird der Muran sehr, sehr gut beantworten können, ist er schon gut genug, um da vorne gegen zwei Kanten sich durchzusetzen? Oder ist er stärker, wenn er drumherum spielen kann? Weil er ist ein spielstarker Spieler. Körperlich noch nicht bei 100%, aber das kommt mit den Spielen, mit den Jahren, wird er auch kräftiger. Und das ist eben die Frage. Und da sehe ich es ähnlich wie der Muran, dass er stärker ist, wenn er so drumherum ist, wenn er dann eben die Situationen gut erkennt, dann eben in die Lücken reingeht. Das hat er auch jetzt gegen Serbien gut gemacht, hat auch eine Riesenmöglichkeit dadurch gehabt, wo er leider nicht das Tor machen kann. Dann macht er ein klasse Tor. Aber ich glaube, dass es im Moment für ihn besser ist, drumherum zu spielen. Aber du brauchst diesen zentralen Stürmer. Und der sagen, also kann man so zusammenfassen, Augen, ja. Dass man sagt, die Schweiz hat ein Stürmerproblem. Das ist eigentlich mit der Erkenntnis von der Nations League. Nein, da muss ich dir widersprechen, weil ich finde, du hast gute Außenstürmer, du hast einen guten Stürmer drumherum. Dir fehlt der Mittelstürmer. Und der fehlt dir nicht erst seit der Nations League, sondern der fehlt dir schon seit 2-3 Jahren, um auch vielleicht diesen nächsten Step zu machen. Ja? Dafür brauchst du einen Stürmer, wo auch eine gewisse Zuverlässigkeit hat, dass er eben auch trifft. Und der fehlt. Ja? Den habt ihr nicht. Und dann musst du eben mit dem auskommen, was da ist. Und da ist scheinbar der Breel noch der Beste.